Hallo. Hallo. So, noch keiner drin. Fängt schon gut an. Ja, super, ey. Kommt keiner mehr rein, oder was? Wie kann er mehr rein? Nur ist noch keiner drin. Da steht zwar, sind welche reingekommen, aber ich sehe keinen. Hallo! Aber es ist auf grün, oder? Ja, grün ist es. Ja, ist doch komisch heute. Erst die ganze Zeit diese scheiß Musik da drin. Hallöchen, wie viele Leute sind da drin? Wir sehen das gerade nicht. Ah, doch, jetzt, ja. 19. Okay. Komisch heute. Machst du jetzt, was ich mache? Ja, TikTok hat gerade Mordsprobleme. Mord? Heftige Probleme. Sollten sich doch überlegen, sich TikTok zu nennen. Tiki-Tak. So ähnlich. Dein Ernst, jetzt wo ich das Ding ausmache, oder was? Ja, will ich verarschen. Hallo? Fängt schon gut an. Ihr wollt mich provozieren, oder? Okay, dann spiele ich bei deinem Spiel jetzt mit heute Abend. Alter, dein Ernst jetzt? Jetzt ist es an, jetzt ist es aus. Sache will ich verarschen. Okay, du willst spielen, dann spielen Seht wir ihr genug? jetzt. Hä? Was jetzt wieder? Oh, nicht. Was? Naja, wenn sich das da. Hä? Okay, das kann jetzt durch deine Kamera gekommen sein, durch das Blitzlicht, ne? Durch das Licht. Was denn? Das ist richtig merkwürdig, wenn du. Kann aber nicht. Der musst du selber beobachten hier. Ich weiß selber nicht, was ich da gerade sehe. Irgendeiner will uns an der Nase herumführen. Hallo, Mir ist David. kotzübel, ich bin mega aggressiv. Das kannst du dir nicht vorstellen, wie aggressiv ich gerade bin. Das sie aber nicht von ihm beeinflussen lassen. Auf keinen Fall. Okay, mach die Box an. Das heißt, ich mach sie an. Erste Knopf. Ja. Dann nochmal auf den Bildschirm drücken. Genau. Wollen wir hier was vor Ort haben? Nicole schreibt dir, bleib ruhig. Ja, bleib ich. Keine Angst. Wir sind Profis, denk dran. Ja, du willst uns heute ärgern, oder? Dann machst du absichtlich. Mich komplett aus dem Takt zu bringen. Danke für die tolle Bestätigung. Ich komme auch gleich nach oben, Kumpel. Wollen Sie ein bisschen Licht checken? Ich kann ja auch nach oben kommen. Dann geh mal kurz raus und noch mal an. Das ist ein Rampart. Nee, der ist nicht kaputt. Der funktioniert. Leider zu gut, weil er regelt. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Wie können wir dir helfen?
Können wir Ihnen helfen? Betrug. Betrug. Okay, was ist denn der Betrug? Können wir mehr über den Betrug erfahren? Nein, Angst nicht, eher aggressiv. Wie ist denn Ihr Name? Ehrgeizig. Ehrgeizig. Das ist an dich gerichtet, dass du ehrgeizig, dass du jeden Tag fragst. Ja, ich bin ehrgeizig. Oh ja, und wie? Wie ist Ihr Name? Ich frage so lange, bis Sie mir den sagen. Er kann auch ein Tonband abspielen lassen mit seinem Namen. Antwort, wie ist denn Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Wie ist Ihr Name? Hintereinander. Oder wir bauen ein Schild auf. Können Sie sich überlegen. Wie ist Ihr Name? Gesündigt und weggesagt. Super, das sind die Antworten, die ich heute brauche. Okay, ich habe Nudeln gegessen, habe ich natürlich gesündigt. Was sag ich doch? War gut. War lecker. Meine Frau hat Nudeln gemacht. Macaroni alla Mama, das war lecker. Jetzt mal wir probieren müssen. Wenn nächstes Mal eingeladen werden, gerne. Ja. Ups. Ich glaube, das sind die Sachen, die Frauen nicht hören wollen, oder? Nee, durchsichtige Wesen einladen kommt nicht so gut. Hast du auch wieder recht. Ja. Die erschrecken sich sonst. Ja. Und Steffi mag überhaupt nicht erschreckt werden. Nee, stimmt, da war ja was. Ja, das stimmt, Morgenstern, das ist eine richtig gute Frau. Ich tue sie auch lieben über alles. Abend. Dankeschön für die Rose. Danke, Morgenstern. Dankeschön, gleichfalls. Frohes neues Jahr. Hallo, Van Helsing. Frohes neues. Noch an die anderen alle. Frohes neues Jahr. Die neu dazu gekommen sind. Genau. Danke. Frohes neues. Hallo Daniel. Ach, und da kommt der nächste rein. Hallo, ist der Mike. Und hier ist der Nick. Wie ist denn Ihr Name? Wie können wir Ihnen helfen? Oh, okay. Supi. Ja, uns geht's wieder besser. Was sehen Sie denn für Engel? Das würde mich jetzt auch interessieren. Wir sind da gerade zwischen uns so kalt. Keine Ahnung. Okay, dann schieß los. Oder, ja. Dann schießen Sie los. Erzählen Sie ruhig. Was wollen Sie uns denn versuchen zu sagen? Viel Hass? Nee, eigentlich weniger. Naja, Nick ist heute ein bisschen aggressiv, vielleicht ein bisschen innerlich. Nicht an meinem Job, aber alles gut. Was soll er denn dagegen tun? Hast du einen Tipp? Kann das sein? Ich glaube, mit dem Job gibt es keinen Tipp. Nicht sehen, ja, sehe ich auch so. Nicht sehen. Einfach hinnehmen. Nicht aufregen und so weiter.
Wie ist denn Ihr Name? Wurde getötet? Ja, okay. Bestimmt. Wer hat sie denn getötet? Das war 10 Minuten gestorben. Ich habe gerade, als ich oben war, angefangen. Super. Das kommt auch noch da oben drauf. Ist auch geil heute Abend. Oh ja. Kommt richtig gut. Ach, scheiße, Alter. Definitiv. Aber ich werde nochmal bleiben. Sophia. Sophia? Was ist mit Sophia? Was ist mit Sophia? Er ist noch da. Er schweigt mir zu sehr. Bestätigung. Jede Woche. Grüne Woche. Was? Nee, jede Woche. Ach so, jede Woche. Ich dachte grüne Woche. Verbrechen. Jede Woche Verbrechen. Ja, das stimmt. Das könnte hinkommen. Aber, naja, lässt sich halt nicht ändern. Hä? Das ist voll gekommen. Ja, das sehen wir. Was ist das? Das ist ja wie die Morsezeichen oder so. Das ist komisch, Leute. Krone! Jetzt wieder weg. Heute ist es komisch. Aber richtig. Oh ja. Geht es. Okay, Sie sind noch hier, aber andererseits sind Sie auch weg. Können Sie mir Ihren Namen sagen? Sie können auch mit mir kommunizieren. Ich habe da auch kein Problem. Dann können Sie die obere Box nochmal berühren oder so ähnlich. Alter. Was will er uns damit sagen? Keine Ahnung. Merkst du nicht, das ist unregelmäßig irgendwie. Das ist auch. Oder, nee, warte mal, das ist wie so ein Code, kommt mir drüber. Da wird einer auf die Hupe drücken, dann aufhören, dann wieder hupen. Ich meine, ich könnte mal diese scheiß Morgenkurs. Ich wusste ja nicht, dass ich die jetzt wieder brauchen werde. Scheiße. Ja. Falschen Knopf gedrückt, scheiße. Du? Ja. Alter. Ja, vielleicht war es nicht wichtig. Vielleicht war es nicht wichtig, es war eine Dreierpräsenz. Wir haben uns jetzt alles gesagt, aber es war nicht wichtig. Sehr gut. Kannst du nochmal kommen? Alter. Was wird dringender jetzt? Danke fürs Folgen. Dankeschön. Jetzt kommt mir vor, wie so ein Auto, das im Stau steht und die ganze Zeit versucht, mit Hupen weiterzukommen. Kommt mir auch so vor. Hallo, hier ist der Mike. Und hier ist der Nick. Der verwirrte Nick. Können wir dir helfen? Wenn
Wenn es so weitergeht, mache ich bald eine Gruppe auf, die der Prinzipien nicht heißt. Oh ne, bitte nicht. Möchtest du uns was sagen? Gegenteil. Gegenteil, schön. Ja, Gegenteil, wie geht's Ihnen? Ja, genau, Manuela. Der macht richtig schön Krach heute. Der hat Spaß dabei. Definitiv, er will uns in den Wahnsinn treiben heute. Darf ich denn Ihren Namen wissen? Also mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike und wir sind vom Team GSG. Wie ist denn Ihr Name? Ich weiß, dass Sie noch... Mist. Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch, dass Sie da sind. Tut mir echt leid für Sie, dass das alles Mist ist. Nee, Mist. Mist. Frau. Mist. Naja. M-I-S-S. Dann müssen Sie sich irgendwie... Nein, das kann ich so jetzt auch nicht sagen. Krieg. Ja, Krieg. Krieg definitiv. Sehe ich seit heute bei der Arbeit aus, so. Krieg, ja. Ja. Definitiv bin ich ganz Ihrer Meinung. Mhm. Da bin ich definitiv einer ärgern. Ja. Ich glaube, da will eine Seele uns zum Weißglut bringen. Ich bin der Mike. Und ich bin der Nick. Der aggressive Nick gerade. Liebte sie. Wen liebten sie? Oh, bitte nicht mich. Jetzt schon geliebt, das reicht mir. Einmal ist genug. Nee, gut, eigentlich zweimal. Das Kleine zählt ja auch dazu. Oh ja. Von daher. Ich habe meine Familie. Ich auch, aber es ist nett, dass Sie uns lieben. Oder meinen Sie Ihre Frau? Oder Geliebte? Oder was weiß ich? 31, Nick. Mhm. Da. Das Ding nimmt einen anderen Ton an. Okay. Das hat er lange nicht mehr gemacht. Hat er auch nicht. Sehr, sehr lange. Und ich kriege gerade extreme Kopfschmerzen. Da sitzt jemand. Sieh den Schatten direkt neben dir, neben dem Gerät. Da sitzt. Ach. Was haben Sie zerschmettert? Zerschmettert. War so ein doofes Gefühl. Dass die Aktivitäten stärker werden. Pass nur auf, das war so ein dummes Gefühl. Ich bin hier. Nee, Nick hat keine Angst. Ich auch nicht. Sorry. Unruhe heißt nicht gerade nicht gleich Angst. Das heißt nur Alarmbereitschaft. Und darf ich doch meinen Job nicht haben, Angst? Wäre tödlich bei meinem Job. Oh nein. Okay, jetzt willst du uns Angst machen, wa? Ja, kann er probieren. Ja, wir haben schon so viel Unheil erlebt. Deswegen, nee, egal. Auf ein paar Sachen mehr oder weniger kommt es mir auch nicht an. Ey, der hat dich Hund genannt. Hund ist ein schönes Tier, ich liebe Hunde. Ja. Ist eine Ehre für mich, dass sie mich Hund nennen. Er ist weg. Ich bin intelligent. Nervig? Oh. Ihr bist kurz vor Rot.
Ah. Also nervt, das ist gut. Schön. Mhm. Das ist ja wie eine Melodie. Mein neuer Slang. Ja. Okay, jetzt beruhigen wir uns mal ein bisschen. Guten Abend. Wow. Danke für die ganzen Likes und für die Geschenke. Dankeschön. Kannst du mir ein bisschen mehr erzählen als diesen Ton? Zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwas aus deiner Jugend. Ja, ne? Hallo? Alter, dein Ernst? Also, hallo, ist der Mike. Da oben, der gerade genervt ist, ist Nick. Können wir dir helfen? Ja, spät. Warte mal, wir haben 21.46 Uhr. Genau, richtig. Also es ist definitiv spät. Schlafzeit. Ich bin heute dran. Lag aber an meinem Job. Was möchtest du uns mitteilen? Wir hören dir zu. Unmöglichkeit. Oh, Nick. Hm. K2. Extremistischen. Was meinst du damit? Extremistischen? Hä? Muss ich das wissen? Extremistischen. Außerirdische? Silvester. Stimmt. Sind alle Polizisten, alle Kollegen angegriffen worden? Extremisten. Der meint die Extremisten. Okay, meinst du das, was in den Nachrichten vorkam? Mit Silvester? Die Signale. Die Signale. Okay, jetzt wird's gruselig. Mhm. Signale haben wir gerade. Oh ja. Mia. Mia. Haben wir ja eine Mia hier. Eine Frau mit schwarzen Haaren. Haben wir vorhin einer geschrieben, wir haben eine Frau mit schwarzen Haaren hier. Weiß nicht, ob es stimmt. Eine Frau mit schwarzen Haaren hier. Dann kann sie doch mal komplett die Box hier auslösen oder oben das Portal. Anstatt immer den gleichen Ton, irgendwie ist ja nach einer Zeit langweilig geworden für mich. Sollen wir uns damit was mitteilen? Geplant. Geplant. Hm. Oh ja, er ist wieder weg. Du weißt doch, was ich gerade denke, oder? Aha. Was ich vorhin zu dir gesagt habe, nachdem ich von der Arbeit kam. Ja. Aber das können wir hier nicht mit einbauen. Nee, ich weiß. Wieder im beruflich-privaten Bereich. Dankeschön für die Bestätigung. Nabend. Er ist halt aufgehört. Ja, die haben das gesagt, was sie sagen wollten und sind wieder gegangen. Hallo, ist der Mike. Hier ist der Nick vom Team GSG. Wie können wir Ihnen helfen?
Weisheit. Ja, war schon ganz wichtig im Team. Definitiv. Abend. Abend. Was willst du uns damit sagen? Die Weisheit verlieren? Nein. Nein, niemals. Im Gegenteil. Die Weisheit ist unendlich. Und allgegenwärtig. Ich denke mal, die haben uns das gesagt, was sie sagen wollten und sind wieder gegangen. Puh. Und dafür werden wieder andere kommen. Definitiv. Das war schon krass, Baby. Nein, können wir nicht. Tut mir leid. Nee, tut mir leid. Geht ein bisschen mehr als um ihren Seelenfrieden. Genau. Geht auch um unseren. Legt man sich mit uns nicht an, legen wir uns nicht mit ihnen an. Einfache Regeln. Wo die Dunkelheit gibt, wird auch immer das Licht erscheinen. Verträumt. Träume haben wir alle. Absolut. Man soll den Träumen nachgehen. Meine Träume, nö, das schaffst du nicht. Bei mir auch nicht. Sorry. Mhm. Falscher Zeitpunkt, falscher Ort, falsche Zeit. Dafür haben wir zu viel Liebe in uns. Das passt dir nicht, oder? Kometen. Ja, bald werden ein paar Kometen da so wieder erscheinen. Jeden Tag kommen da Kometen vorbei. Meinst du jetzt meine Frau oder seine? Da will ich lieber, mit dem Thema will ich lieber aufhören. Ja, definitiv. Alles, was gegen Familie geht, geht gegen mich. Und wenn es gegen mich geht, werde ich gefährlich. Genau. Und zwar richtig. Tue ich nicht. Und mit den Frauen will ich mich auch nicht anlegen. Kommt dir nicht gut. Könnte nach hinten losgehen. Ja. Du weißt doch, leg dich nie mit einer Frau an. Weil dich nämlich mit starken Frauen. Alter, ein Ohr macht man nicht mehr. Naja, die spinnen hier gerade mit dem Licht. Und ich fürchte mich nicht. Ja, ich auch nicht. Nein, sorry. Irgendwann, ja, wenn wir das passende herausgefunden haben. Aber so lange müssen wir uns leider ertragen, tut mir echt leid. Ich bin dann Arschloch. Weil ich ein bisschen mehr denke als nur an mich oder an sie. An die Familie denke ich. Ja, bei mir ist mir wichtig. Das ist ein wichtiger Punkt. Also von daher wünsche ich Ihnen noch viel Spaß mit uns. Genau. Das Signal ist schon wieder, das Signal, und das ist schon wieder weg. Was meint ihr nur mit Signal? Ich habe keine Ahnung. Wie bei der Deutschen Bahn oder was? Wahrscheinlich, ey. Wo unsere Frauen sind, die sind im Haus und passen auf die Kinder auf. Oh doch, die verstehen Sarkasmus. Aber nur einige. Definitiv. Nur solche nicht. Wir haben das aber in eine Telegram-Gruppe reingestellt. Was denn? Die hätte keine Benachrichtigung gekriegt. Hat es reingestellt? Ja, es kam wieder ein TikTok-Ring gerade. Ja.
Also, wer Telegram hat oder WhatsApp, wir haben da bestimmte Gruppen, da kriegt ihr dann immer einen Link zu den jeweiligen. Genau. Warte mal. Hi, Mirek. Hi, Mirek. Ich drück dich. Ich dich auch, Bro. Vom ganzen Herzen. Guten Appetit. Oh, lecker. Weißt du, Dominosteine, die liebe ich auch. Ich auch. Nee, du da oben nicht, du kriegst keins. Du nicht, du bist böse. Du hast Stummerrest da oben. Bleib mal lieber da oben. Bea musste lachen. Du hast Stummerrest da oben. So, jetzt kommt die Beschwerde. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Was können wir für Sie tun? Ich weiß schon, was der will. Der will sich jetzt beschweren, weil ich sagte, du stumm warst. Hallo. Oh, Bestätigung. Ja. Oh, das wird jetzt lustig. Ich bin smart? Ich liebe den Smart, das ist ein tolles Auto. Wollte ich schon immer haben, da passen Kisten Bier rein und das war's. Das ist eng. Nicht das eng, was du wieder denkst. Ich wollte jetzt extra mal ein Auto verkaufen, nur um den neuen Smart zu kriegen. Da setzt du mich nie rein, das, warum das ist eine Holzkiste. Voll toll, ist voll schön. Sieht aus wie Mr. Bean? Nee, das war ein Mini. Das stimmt. Ein Familienhaus. Lieben Sie? Ja, tue ich. Meine Frau. Und mein Bruder. Und seine Frau. Und die beiden Kinder. Genau. Und meine andere Schwester. Liebe kann schmerzhaft sein, aber muss man nicht zulassen. Eben. Wenn man miteinander redet, geht es. Genau, reden ist wichtig. Red kein Blödsinn, hat er gesagt. Wer? Ja. Wer? Nein, nee. Hier, der. Nee, hat er doch gar nicht gesagt. Nee, steht smart, lieben Sie, so schmerzhaft. Okay. Gutes Alter. Ja, war ich auch mal. Ja. Lang, lang ist es her. Nein, nicht lang. Jetzt ist er 25 mal 2. Genau. Brauche jetzt nur noch die Zusatzzahl. Ist so 6 aus 49, ne? Ja. Mit Zusatzzahl. Genau. Du reibst dir gerade weißen Kalk. Ist mir gerade egal. Ist mir gerade egal. Und wenn ich mir roten Kalk in die Fresse reinräume, obwohl roten Kalk gibt es überhaupt gar nicht. Doch, gibt's. Echt? Okay. Das ist der rote Putz. Hand. Ja, der hat sich die Hand versaut. Das ist gruselig, Alter. Das ist gruselig. Er redet der Hand, er redet von den Handspielen, er sagt Hand. Ja, stimmt. Es steht ungefähr so in dieser Höhe, hier, wo die Taschenlampen sind. Ja, ich weiß. Ich hab mich schon fixiert. Können Sie die Box nochmal aufleuchten lassen? Das wäre nice. Ey, du redest von der Box noch mit dem Ding an. Dankeschön. Blond? Nee, ja, blond ich bin ich nicht. Blond. Ich bin zwar zwischendurch ein bisschen dumm, aber nicht blond. Nee, hier, ich bin doch blond. Dunkelblond. Ja, dunkelblond. Ich bin dunkelblond. Aber blond stimmt. Aber nicht blauäugig. Ich hab grün-blau, grün-blau, ne? Nur grau? Ja. Blau. Das war gerade krank. Ah.
Die Box wolltest du ja auch, ne? Bitte? Die Box wolltest du ja auch, der ja. Ausschlägt. Willst du uns noch was mitteilen? Eine Stunde. In der Stunde was mitteilen, okay? Nee, wir haben gerade eine Stunde. In einer Minute ist 22 Uhr. Oh! Stunde, ja. Stunde um, ne? Ja, stimmt. Der ist ja direkt. Jo, 22 Uhr haben wir jetzt. Darf ich deinen Namen erfahren? Und haben Sie Kinder? Aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit? Okay, aus welcher Vergangenheit? Aus meiner oder aus Mikes? Fängt schon wieder an. Heute ist das komisch. Die haben mir Energie wieder aufgeladen. Da dauerte das ein bisschen. Kannst du das normal machen? Der Vergangenheit. Eins von den Geräten, kannst du die noch mal ausschlagen lassen? Danke. Oh, das ist jetzt richtig extrem. Alter! Dankeschön. Das ist krass. Kein Impuls. Kein Impuls? Ich finde schon, dass sie Impuls haben. Sehr viel sogar. Sie imponieren uns gerade extrem. Ja. Muss ich echt sagen. Dankeschön. Ach du Scheiße. Ramport. Könnten Sie das nochmal machen? Ja, wir entschuldigen. Was wurde Ihnen denn vorgeworfen? Könnt ihr uns das sagen? Ich weiß schon nicht, was Ihnen vorgefallen, was Ihnen vorgeworfen wird. Bin ich Ihr Richter, auch nicht Ihr Henker. Na, sehr aktiv. Der ist wieder weg. Sagen Sie mir. Ich weiß doch nicht, was er angestellt hat. Ich bin kein Richter, kein Geschworener und auch kein Enker. Alter, okay. Richtig aktiv. Was auf der Kamera? Weiß, ja, ein Ohr. Zwei Ohr. Krass. Dankeschön. Das stimmt irgendwas nicht, wo das Licht aufflackt. Da habe ich da irgendwas gesehen. Stimmt, hier in dem Bereich ist er ja, total und oh, man kann das sogar fixieren. Ja, Mann. Krass. Und die sind die richtig aktiv. Hast du gerade gesehen? Aha. Da auch. Ja. Die ist auch kalt, ne? Mhm. Ich mir auch extrem. Wie in einem Wald gerade. Ja. Fängt wieder an wie im Wald. Ja. Ja, heute ist Tag 13, ne? Ja. Das wird nur lustig. Hoffentlich schaffen wir diesmal 28 Tage. Oh ja. Alter! Alter, ich höre auf zu... Oh. Und der nächste. Und drei. Hallo, hier ist der Mike. Und neben mir ist der Nick, der bei Top ist. Genau. Was danke. Können wir für dich tun? Hä? Sollen ihn verzeihen? Machen wir. Definitiv. Mhm. Habt ihr das gerade auf der rechten Seite, auf der obersten Stufe, wo der Ramport ist, gesehen? Diesen braunen Punkt oder was auch immer das war? Mhm. Habt ihr den gesehen? Auf jeden Fall hat sich in der Ecke oben rechts was bewegt gehabt. Ich verzeihe Ihnen, was immer Sie auch damit... Okay, danke schön. Super. Sind Sie 78 geboren? Dann sind Sie ein Jahr jünger als ich, dann sind Sie 44.
Achso, Team GSG übernimmt keine Schäden des Gehörs. Könnt ihr uns noch irgendwas sagen? Oder auch rumschreiben. Echt, ey. Ja, super, die läuft gerade durch mein Ohr. Bei mir auch. Euer Herz jetzt, wechselt ihr euch mal jetzt ab, oder was? Alter, ich werd gleich bald taub hier. Alter, die drehen jetzt gerade komplett ab. Das ist so schlimmer als alle anderen, als alles, was wir jetzt immer erlebt haben. Absolut. Was meinen Sie mit der Apokalypse? Oh, Alter! Ohren zuhalten! Kriegs? Kriegs? Weißt du nicht? Oh, Alter! Alter, das ist nicht normal gerade. Entschuldigung, dass es gerade so laut hier ist. Aber die drehen gerade da oben durch. Oh ja, die meinen es richtig gut mit uns. Ja, definitiv. Meint ihr es gut mit uns? Dann lasst noch mal eins der Geräte aufschlagen. Danke. Dankeschön dafür. Es muss nicht unbedingt das Gerät sein. Jetzt mittlerweile hasse ich es auch. Er sagte dort links. Ja, ist ja gut, wir hören dich ja. Alter. Er hat eine geschrieben. Zukunft. Und? Zukunft. Zukunft. Und wie sieht unsere aus? Kannst du uns das erwähnen? Okay. Das ist schlecht. Nein, von Scherz. Ihr seid tot. Hör auf, jetzt warte wieder. Alter! Man nennt euch Katze, ich geh raus. Alter. War ein Spaß. Krise. Nach der Zukunft kommt die Krise. Nach der Zukunft kommt die Krise. Ja, die habe ich jeden zweiten Tag mit meiner Frau. Auch schon was anderes. Luca. Luca, bist du das? Wenn du der Luca bist, dann aktivier doch mal das Gerät. Euer Herz jetzt. Tja, war ja wohl nichts. Luca ist es nicht. Also nicht der Luca. Nein. Müssen wissen. Was müssen wir denn wissen? Dass er Luca heißt. Dass morgen Ostern ist? Das war. Katja schreibt, mein neuer Wecker. Ha, er freut sich schon. Hast den Wecker gewonnen gerade, schicken dir nächste Woche zu. Hm. 43. Jetzt fehlt nur noch die Zusatzzahl. Ach so, du warst 43. Okay. Ja. Nee, leider nicht. Kann man nicht. Alter. Hast du denn da? Doch, ja, man kann es aber dunkler hier machen. Kannst du hier Stimmung kaputt machen hier. Ich weiß, tut mir echt leid. Du hast die romantische Stimmung kaputt. Tut mir leid. Soll ich noch mal ein bisschen Winkelrosen machen? Was hast du denn wütend gemacht, weil du das Licht runtergeschmissen hast? Es tut mir leid. Oh Gott. Ja, ja, danke fürs Verzeihen. Dann lassen Sie oben die... Das habe ich nur aus Spaß gesagt. Alter. Wann ist er nächste Woche da? Der hat den Wecker gewonnen. 17.30 Uhr. Der ist weg. Ja. Das hast du wütend gemacht, ist weggegangen. Ja, toll, tut mir echt leid. Weil du die Stimmung versaut hast. Alter! Was denn? Nee, kann man den nicht bitte leiser machen? Kannst du bitte ausgehen? Danke. Alter! Ich bin noch hier oben, jetzt kannst du ausgehen, bitte. Nee, will er dich recht erst taub machen. Dankeschön. Klar kann jeder, wenn man das Gespür dafür hat und offen dafür ist.
Jungs, habt ihr Paula auf Besuch gehabt? Schreibt Mirek. Ja. Keine Ahnung, denk schon. Denke ich auch. Aber du kannst ihn mal gerne wieder zu dir rübernehmen, er nervt gerade. Aber ich stimme ihn gerade vor, ne? Wenn das so weitergeht, morgen bei meinen Themen ab, dann brülle ich die ganze Zeit, wenn ich nichts mehr höre. Alter, ich stehe mal hier oben, dann weißt du, was scheiße ist. Das ist richtig scheiße, darum scheitert ja noch mehr. Alter. Psst, Ruhe. Nett sein, okay, Jungs? Dann aktiviert nochmal die Box, wenn ihr nett seid. Jetzt. Nö. Toll, danke. Das habe ich auch verstanden. Ihr seid nicht nett, oder? Dann aktiviert die Box, wenn ihr uns weiter... Alter! Das habe ich jetzt nicht wirklich gemacht. Ey, das war Spaß gerade. Oh, oh. Ich halte jetzt einfach die Klappe. Soll ich die Klappe halten oder weitersprechen? Ich sage während des Ganzen also, gar nichts. Nee, Klappe halten sonst auch nicht. Okay, ich hab's verstanden. Aus. Wie ist die Luft da oben heute? So beschissen wie gestern. So beschissen wie gestern. Noch schlimmer. Ja. Er nimmt die Energie von der Box, damit die aufhört zu piepen. Wahrscheinlich. Alles, was vorsingen? Sollst du was vorsingen? Alle meine Entchen schwimmen auf dem See. Köpfchen in dem Wasser, ja, Schwänze in die Höhe. Höhe. Alle meine Entchen schwimmen auf dem Klosett. Drückst auf ein Knöpfchen, sitzen alle weg. Hallo, hier ist der Mike und da oben ist der taube Nick. Genau. Was können wir für dich tun? Ihnen helfen. Ey, Box. Oh ja, sehr viele. Ah, nicht er schon wieder. Doch. Na drauf, ob bei dir ab und zu mal Lichter flackern. Okay. Was denn für Geheimnisse? Okay, wenn du mir jetzt sagst, ist es ja kein Geheimnis mehr. Ist ja logisch, oder nicht? Eigentlich schon. Was können wir dir denn für dich Gutes tun? Täglich. Täglich? Täglich neue täglich Geheimnisse. Live. Also können wir dir täglich was Gutes tun, das ist schön. Darf ich denn Ihren Namen wissen? Also mein Name ist Nick, also der Taube Nick. Und der Frauenknast? Ja, sorry. Ah, die Serie kenne ich, die war mal gut. Die war echt toll, war super, also ganz toll. Siehst du, selbst die Box bestätigt das. Okay. Ich schau dich an. Hallo. Also du schaust mich an, okay. Hallo. Aber ich bin nicht schön. Jede Stunde? Na super. Das ist für mich so beobachtet. Du hast einen heimlichen Verehrer. Mike hat eine neue Freundin. Das ist mein Mann. Ich stehe dir auf Männer. Ich bin nicht anders. Mike hat eine neue Freundin. Ey, ich habe schon eine Frau, danke. Mike hat eine neue Freundin. Nein! So. Der ärgert mich hier. Schau dich an, Stunde. Ach, erst in der Stunde. Das dauert aber noch ein bisschen. In der Stunde sollst du ihn anschauen. Nee, er mich. Ach so, er dich? Ja. Da wird sich ja Steffi freuen, Alter. Mirek? Schreibt er, weiß man's? Ja, die ist klar. Genau, Mirek. Was steht da? Ich soll verrotten? Naja, ich meine, würde jetzt auch nicht weiter auffallen. So, jetzt ist er auch noch sauer, soll ja auch noch verrotten. Alter, was stimmt mit den Geistern heute nicht? Ich habe keine Ahnung, Mike. Ich habe ehrlich gesagt heute mal völlig überfordert. Was, Tiere? Tiere? Wir sind keine Tiere. Wir sind Menschen, wir haben zwei Beine. Ja, okay, man kann uns als Tiere bezeichnen. Wir beuten alles aus, versklaven andere Tiere. Das ist aber die Bestätigung noch. Super, danke, Box, das habe ich auch verstanden. Ja. Ja, der Mensch ist das schlimmste Tier auf Erden.
Leider. Du musst es nicht jedes Mal bestätigen, Fräulein. Ich? Ne, ich habe keine Angst. Seit 16 Lebensjahr nicht mehr, seit ich mich damit befasst habe. Und ich bin jetzt 45. Kannst du denken, wie lange ich das schon mache? Alter, ich hab dich nicht mal berührt. Ne? Du willst, dass ich einen Hörsturz kriege. Kann das sein? Dann lassen wir es nochmal aufleuchten. Das möchtest du nicht. Ehrlich? Was stimmt mit euch heute Abend nicht? Oh ja. Wir sind voll nett. Mike ist der netteste aus dem Team. Wo? Sehen uns dort? Was meint er damit? Wo sehen wir uns denn? Im Paradies? Im Valhalla? Wo sehen wir uns denn? Der dauert auch noch ein paar Jahre. Bin noch jung. Ich habe momentan auch noch keine Zeit, tut mir leid. Und wenn, dann würde ich alle anderen nerven. Und das wird keiner. Das wird keiner. Nee. Danke. Bestätigung? Die sind sauer, Mann. Im Bett. Vielleicht. Okay. Was? Pony. Schon wieder Pony. Pony? Ja. Wir sollen den Reiterhof nehmen. Wir sollen den Reiterhof kaufen. Mhm. Ja, ist wieder weg. So, liebe Follower. Auch die, die gerade reingekommen sind. Ich habe ja gerade wieder einen Kommentar gelesen. Ich rieche mich normalerweise nicht auf. Aber jetzt muss ich mal was dazu sagen. Das ist leider ein falscher Tag. Nee, schon gut. Ich bleib ruhig. Ich bleib wirklich ruhig. Okay, was ich gerade wieder gelesen habe, es gibt bessere PUs, zum Beispiel Lost Place Live. Wir können euch sagen, die jetzt reingekommen sind. Wir sind befreundet mit Lost Place Live. Sind wir. Und DE. Ihr seid richtig mit uns befreundet. Was wir heute euch bieten, also wir stehen fast draußen, wir ertragen die Kälte, wir kommunizieren genau mit euch, die da oben sind. Wir behandeln auch die Seele mit Respekt. Wir machen das schon ein paar Jahre, also ungefähr so 6 Jahre sind das jetzt, sind das fast 7. Ja, ist nur an die gerichtet, die gerade reinkamen und diesen blöden Spruch reingeknallt haben. Ach ja, und noch was, wir haben einen Screenshot gemacht und wir werden das mal weiterschicken. Mal sehen, was sie dann davon halten. Und wir kennen Chris. Also, schönen Abend noch. Ist nur an die Follower, die hier stunk machen. Ich habe mich nie aufgeregt. Sie hat gerade reingeschrieben, ich habe schon mal bessere PUs gesehen, zum Beispiel bei lostplacelive.de. Oh, lostplace.de ist gerade hier drin. Ja, okay. Der hat mitgekriegt. Dankeschön. Hi, lostplace.de. Hallo. Seid gegrüßt. Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Guck mal hier. Ja. Arbeit. Ja, ist eine harte Arbeit, genau. Was kann ich dir denn für dich... Okay, lostplace.de. Machen wir nicht. Und schön, dass ihr hier seid. Herzlich willkommen. Ja, ist harte Arbeit, das stimmt. Kann ich dir denn helfen? Gerne. Und grüß mir Chris von mir. Sag's einfach von Mike, Team GSG. Und natürlich auch von Nick grüßen, ne, an Chris. Ja, ich bin groß. 1,76. Rosen. Ja, habe ich gerade welche gekriegt, das stimmt. Jetzt kriegst du mit im Chat, ne? Achso, ja. Schöne Grüße von lostplace.de. Dankeschön. Und er sagte, wir sollen einfach nicht hinhören. Ja, stimmt. Kommt. Da hast du recht, lostplace.de. Einfach ignorieren, die sind dir nicht wert. Nee.
Kalender, ja? Heute ist der 2.1. Richtig. Ah, und die Sille liest das gerade hier, ne? Ja. Sie wollen wieder gehen, das ist aber schade. Können noch ein bisschen bleiben, wenn Sie möchten. Dann können wir uns ein bisschen unterhalten. Danke. Genau, Jessica. Wir möchten keine negativen Äußerungen anderer Teams hier. Ja, haben wir, Marie, haben wir mal. Richard sitzt zu. Oh, das ist der Experte hier, Nick. Ja, mit Jenny, mit meiner Frau. Genau. No. Okay, super. Fotex war das. Ah, okay. Was, Fotex? Der hat den Kommentar abgegeben. Ah. Wer ist verloren? Fotex. Das kann sein. Was denn? Dankeschön, Paige. Dankeschön. Und danke von allen für die Lobs an uns. Und bei uns ist es auch so, wir nehmen jedes Team so, wie es ist. Wir akzeptieren, respektieren jedes Team und beleidigen auch keine anderen Teams. Klar, können wir gerne mal machen mit dem Reacher Board. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Ja. Kannst du uns auch gerne folgen, wenn du möchtest. Ich komme aus dem Westen, stimmt. Ruhrgebiet. Wow, ihr seid die Besten, auch mit den Likes. Dankeschön für die ganzen Geschenke. Dankeschön. Woher kommst du aus dem Westen? Dankeschön, Rita. Aber eine Sache muss ich noch erwähnen. Louis? Nee, null. Null. Ohne. Doch, sei ja nicht als null. Ja, naja, ich meine, ich werde immer als Flasche bezeichnet. Warum du nicht mal als null? Ach so. Eine Sache möchte ich noch erwähnen. Und zwar zu diesem Thema vorhin, wo Mike was gesagt hatte. Jedes Team macht es auf seine Art und Weise. Jedes Team ist auf seine Art und Weise perfekt. Wie einzigartig. Und jeder hat seinen eigenen Bereich, in dem er das macht und Ergebnisse sucht. Und auch findet. Deswegen, wir nehmen jedes Team so, wie es ist. Bei uns gibt es kein Gehate. Lostplace.de, lest mal jetzt mal den. Ich mache mal einen Screenshot. Ah, nee, wie machen wir einen Screenshot? Machen wir eben. Warte, warte. Ah, nee, jetzt nicht, weil wieder hochgerutscht ist. Warte. Noch nicht wegmachen. Ah, schon gesperrt. Scheiße. Wir wollten gerade einen Screenshot davon machen. Wenn einer jetzt einen Screenshot gemacht hat, bitte in die Gruppe schicken. Der kommt andauernd rein mit neuen. Mit dem neuen Account. Fetex war das. Ja, Lostplace. Oh, Lostplace, ihr habt's gesehen. Gut. Lostplace.de, Fetex, was bringt dir das jetzt? Hä? Lostplace hat ihn jetzt direkt angeschrieben. Ja, was ihm das bringt, ja, den Mist zu machen. Keine Ahnung, wahrscheinlich gar nicht. Das ist schon wieder von der Konkurrenz oder so, um uns zu ärgern. Aber wir lassen uns nicht drauf ein, wenn man es so wie Chris auch gesagt hatte. Das ist ein Holzmensch. Hm? Ja, ja. Bestätigt er sogar da oben auch. Wie Nicole wieder sagen würde, ist der Neid. Mhm. Ja, für uns gibt es keine Konkurrenten. Nö. Jeder ist auf seine Art und Weise cool.
Wenn jemand neidisch ist, ist das sein Problem, nicht meins. Hallo, mein Name ist Nick, neben mir ist der Mike. Wie können wir Ihnen helfen? Ich hoffe, wir können dir helfen. Dankeschön, Christine. Das stimmt. Ja, wir werden gerade angegriffen, das stimmt. Allerdings. Aber egal, anderes Thema. Ja. Ja, vielleicht will er uns helfen. Dankeschön für das Herz, Big Mich. Alexander, Mike. Danke. Alexandra, Mike. Danke für die ganzen Geschenke. Mike. Was ist das? Verbrannt aus. Gefühl, ne? Das Loch war letztes Mal nicht. Komisch, ne? Seltsam. Merkwürdig. Tiere. Was denn für Tiere? Was meinst du denn mit Tiere? War noch nicht. Nee. Der Berg. Der Berg. Er ist schon wieder weg. Schade. Wir hatten gerade was entdeckt, was wir vorher, seitdem wir hier wohnen, noch nicht entdeckt hatten. Ein Loch. Plötzlich war ein Loch da, wo ich ein paar Sachen rausgeholt habe, die sehr merkwürdig waren gerade. Ja. Verbrannte Sachen. Die einiges erklären könnten von den Sachen, die wir schon mal gehört hatten. Dankeschön. Danke für die ganzen Geschenke. Das ist lieb von euch. Das ist komisch. Ha, 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 ha. Das ist merkwürdig. Ja. Guck dir das mal an, das war doch letztes Mal nicht. Ja, da war immer was davor. Ah, naja, egal. Ignorieren wir es einfach. Ah. Hallo, ist das... Lassen Sie mich zu bleiben. Lassen Sie mich zu bleiben. Nee, wir haben da schon zu viele hier. Richtig, also irgendwann wird es überfüllt. Wollen Sie nicht lieber rübergehen auf die andere Seite? Das wäre doch viel besser für Sie. Oder nicht? Stunden? Eine halbe Stunde ist eine Stunde wieder um. Das stimmt. In der Stunde esse ich nochmal Nudeln. Sie mich verletzt? Hä? Ja? Wo habe ich Sie denn jetzt verletzt? Da habe ich Ihren Namen erfahren. Freue ich auch mal so an. Oh nee, ne? Nicht sein Ernst jetzt. Doch, ist weg.
Und? Ich habe mein Handy ausgeschaltet. Nein, sie mich verletzt und dann war weg. Ghost Radio ausgemacht, zack. Gibt es auch eingeschnappte Geister? Stimmt. Aber ich kann dich so was gar schlecht fragen, oder? Ja, klar. War ja merkwürdig. Nee, heute ist es allgemein merkwürdig hier wieder. Jetzt ist es auch komplett still. Jetzt ist komplett ruhig, vorhin war es komplett extrem laut. Jetzt ist gar nichts, also die Geräte gar nicht funktionieren. Das ist die, wie sagt man so, die Ruhe vor dem Sturm. Ja. Entschuldigung, wenn ich dich verletzt habe. Ganz komisch, ey. Ja, jetzt lass mal warten. Ist der nächste, der kommt. Steht er zu lange hier? Ich hoffe, euch geht's gut. Könnt ihr uns auch Fragen stellen, wenn euch was interessiert oder so? Mann, Jungs, hoffe, die kommen nicht mit mir zurecht. Ach, wenn das ginge, dann würden wir das andauernd machen. Wir haben schon ein paar Mal gefragt. Was denn? Was denn? Ob er sich sichtbar machen kann. Wenn wir die Ergebnisse hätten, ich glaube, das wäre der absolute Burner. Naja, aber er kann mal antworten, das können sie. Aber sichtbar machen ist selten. Das kostet auch sehr viel Energie. Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Nick. Können wir dir helfen? Meckern? Nee, es meckert keiner. Nee. Ah, wir spüren ab und zu mal Aktivitäten. Aber jetzt kümmern sich die Modis wieder um euch. Müssen wir ein bisschen konzentrieren auf die PU. Was möchten Sie uns denn mitteilen? Alter, ist er. Innen? Nick? Mhm. Guck mal. Nee, hier. Extrem kalt. Ja, ist es auch. Dürfte doch eigentlich gar nicht sein. Nee, eigentlich nicht. Wir haben jetzt hier 16 Grad. Ja, aber hier sind ja minus 2 fast. Ich fühle mich wie in einem Wald hier gerade. Aha. Das war am 13. Tag auch. Es wird kälter. Ja, und es war eine. Ist das die Bestätigung, dass es hier kälter wird, wie im Wald? Kannst du die Box nochmal auslösen? Bitte? Ich fühle mich wie ein Eiszapfen gerade. Ich auch. Und meine Hand ist eiskalt. Ja, es ist auch jetzt so. Wütender. Er wollte sagen, dass die Geister wütender werden. Also die speziellen Geister. Das tut uns leid, aber da können wir leider nichts dran ändern, weil wir wollen ja noch was probieren. Das Licht ist dunkler. Vertex, wenn du nochmal sowas schreibst und über uns hetzt, okay.
War wohl die Antwort. Das war Monis Antwort. Wollte ich noch mal was sagen, ey. Na, ich wollte nur sagen, wenn er weiter so hetzt, dann wird er wieder gesperrt. Ja, aber wieder ging. Ja, stimmt. Der hat ja groß geschrieben. Wieder gegen was. Verstoßen. Moni, hast gut gemacht. Hab dich lieb. Boah, Markus Strahl, Vertex, halt die Schnauze, du. Dankeschön für den Kommut. Ihr seid der welche, ey. Dankeschön. Danke, Follower. Ey, der das gerade geschrieben hat, nicht sperren. Dankeschön. Danke. Markus, du bist ein Knaller, ey. Geil, ist positiv gemeint. Unten rechts, ja, das ist ein komischer Schatten, ne? So ein ganz großer, kann aber auch der Lichteinfall sein. Aber ich bin mir auch nicht so sicher, da könnte jemand stehen. Eine paranormale Untersuchung. Ja. Namen. Ja. Namen. Ja, der bewegt sich die ganze Zeit, ne? Dabei bewegen wir ja gar nicht das Licht. Dankeschön. Okay, und stopp. Dankeschön, Markus. Ich küsse dein Herz. War so schön ruhig, ja? Ja. Dankeschön, Markus. Bis ich hochging. Na, Nickel schuld. Du musst ja auch immer provozieren da oben, ne? Natürlich. Ich meine, wenn Schatten, dann will ich ihn noch sehen. Na, jetzt sehen Sie deinen Schatten. Ja, jetzt sehen Sie meinen Schatten. Dann stell ich mich so hin. Dankeschön. Böser Nick. Nein, schreibt Silvi. Dankeschön. Ja, wir geben uns immer Mühe, sympathisch rüberzukommen. Markus schreibt, Nick, du böser, du. Absolut. Ah, und der nächste. Hi, hier ist der nette Mike und da oben ist der böse Nick. Was können wir für dich tun? Aber keine Sorge, wir sind lieb zu dir. Ich kann auch guter Kopf, böser Kopf spielen. Oh, nicht bei ihm, das ist nur einer. Okay. Wie können wir dir helfen? Sie wurden betrogen, von wem denn? Er wurde betrogen. Wurde ich auch schon ein paar Mal. Nee, wir rauchen gerade nicht. Nee, ich bin ja hier. Also ich rauche nicht, ich bin nicht Raucher. Also ich rauche, Semina. Aber jetzt gerade rauche ich nicht. Nee. Euch kann man nur mögen, schreibt Öltier. Dankeschön. Danke. Er bestätigt auch noch. Ja. Toll. Kann ich noch nicht immer eine große Klappe haben. 33. Taschenlampen werden mal schwächer. Krass. Dankeschön, Markus. Abhauen. Er ist weg. Alter, da wird immer kälter hier. Was wie sich das anfühlt bei minus 3 Grad im Kühlschrank. Ich weiß. Wenn ihr da mitkriegen würdet, wie kalt das gerade hier ist, das ist schon unnatürlich. Definitiv. So, ich stelle den mal wieder hin. Sieht man das überhaupt, wie ich das mache? Stimmt, die Lampen werden auch schwächer. Ja, werden immer schwächer, die ziehen richtig Energie. Und das wird irgendwie unheimlicher? Naja, unheimlich, nicht wirklich, aber ja. Kälter. Wo du die Treppe verlassen hast, plötzlich wurde es dunkler. Siehst du das hier? Ja. Guck mal. Komisch.
fühle mich gerade richtig unwohl irgendwie. Ich kenne es selbst, wenn eine Seele anwesend ist, dann wird es ja eiskalt. Absolut. Hallo, hier ist der Mike. Hier ist der Mike. In aller Ewigkeit. In aller Ewigkeit. Was meinst du damit? Das kommt aus der Bibel. In aller Ewigkeit. Amen. Bist du gläubig? Ja, stimmt, die Hütte ist voll. Ja. Amen, Amen. Mike hat gesoffen. Nein, ich habe nicht gesoffen. Heute habe ich noch nichts getrunken. Noch nicht, komm noch. Ja, wenn es so weitergeht, dann brauche ich gleich einen Grog, ey. Alter. Danke, ihr Lieben, für die ganzen Geschichten. So alt bin ich auch wieder nicht. Nee, warte mal, 88 hat auch eine Bedeutung. Ja. Aber warte mal, das ist halt ein Ewigkeitssymbol, weil die 88 dreht sich immer, hört ja nicht auf. Stimmt, 88. In aller Ewigkeit, 88. Unendlichkeitssymbol. Nein, nicht haha. Weißt du aber mit haha. Ja. Ja, das ist auch zu bedeuten, aber 88 ist auch das Unendlichkeitssymbol. Ja, Ewigkeit, unendlich. Genau. Schlug mich? Wer? Wer schlug sie denn? Hat sie jemand totgeschlagen? Das tut mir leid. Oh krass, 88 ist mein Kennzeichen am Auto. Ute. Krass. Unendlichkeit. Ja. Wurde ja von jemandem missbraucht. Ihr wisst ja, wer er wäre. Will ich nur hier nicht erwähnen, sonst wäre ich gleich gesperrt hier mit Nick. Blutigen Blatt. Blutigen Blatt. Schlug mich ein blutigen Blatt. Das heißt das Skat oder so, ne? Mhm. Blutiges Blatt. Heißt es. Ist das nicht ein... mit Flash, ne? World Flash? Ich glaube irgendwie so, ich kenne mich mit Skat nicht aus. World Poker, ne? Irgendwie so. Irgendwie rechts an der Wand. Rechts an der Wand. Gebet um Rettung vor dem Tod. Sieht Uhr, sieht Zahlen. Ja, okay. Endlosschläge, 88. Ich sehe die 4. Hä? Okay. Komme nicht in die Telegram-Gruppe. Ah. Mirabella kommt nicht rein. Mirabella kommt nicht rein? Dann soll sie mich privat anschreiben. Schreib mal Nick bitte privat an, dann hilft er dir. Neben der Treppe rechts an der Wand ist eine 4. Sieht jemand eine 4? Meint ihr den Schatten? Ah nee, stimmt. Da. Stimmt, ja. Das ist eine 4, stimmt. Das ist eine 4. Krass. Die haben gute Augen. Ja. Okay. Jeder Blinde würde die 4 da oben sehen. Ja, bis auf wir. Na, schau mal ins Handy. Die 4 sehe ich aber auch. Ja, ist direkt in der Wand eingeritzt irgendwie. Dort war gestern ein Frauengesicht. Alter, das ist auch nicht mehr normal. Sehen Sie dann Frauengesicht und heute die 4? Mhm. Hä? Und da kommt eine Dreier. Eine Dreierpräsenz. Hallo, mein Name ist Nick. Neben mir ist der Mike. Was können wir für Sie tun? Hallo, wir sind von Team GSG. Hm.
Jung. Oh, oh, danke. Fühl mich noch jung. Darf mal länger? Sehen, wie er da. Können wir Ihren Namen wissen? Mein Name ist Nick. Wie ist denn Ihr Name? Hat das nicht immer mit der Zahl des Teufels zu tun, wenn noch eine 6 dazukommt? 666. Mhm. Umgedreht 999. Ja. Alles gut? Ja, alles gut. Bleibt schon. Bist du sicher? Mhm. Ja, du strahlst mir weil aus, was mich irritiert. Alles gut. Was hat er schon? Nee, hat er schon heute. Hätte heute schon geweint. Er braucht mir sein Portemonnaie aufmachen, dann weint er schon. Genau. Entschuldigung. Ich sehe auch. Sehe. Cool. Okay, andere sagen, das Oje, Scheißgabe oder so. Armer Nick. Alex schreibt das. Alles gut. Gut, was er geweint hat? Genau, Dankeschön. Das. Dankeschön. Genau, dass ich geweint habe, das ist gut. Ja, davon braucht man sich nicht zu schämen. Alles gut. Jeder darf mal Gefühle zeigen. Ich meine nicht die, ich meine ihn. Danke für den Schneemann. Auch der Dankeschön, Sonne. Der ist cool. Der ist süß. Ja. Dankeschön. Gottes Ehrfurcht ist 6-6. Gottes Ehrfurcht, genau. Ehrfurcht. Mehrere. Mehrere haben heute geweint. Okay. Verstehe ich. Naja. Mehrere waren es bestimmt heute nach dem Tag heute, ey. Naja, wer sich heute die Rede angehört hat, der konnte auch nur noch weinen. Vor Verzweiflung. Je nachdem, was ich heute gehört habe, definitiv, ja. Ey. Mehrere haben heute geweint. Ja, das stimmt. Definitiv kann ich nur zustimmen. Ja, ist wichtig. Ja. Dankeschön für das Konfetti. Entschuldigung. Familie ist sehr wichtig. Ich bin gefreut. Familie ist das A und O für mich. Und der Wichtigste. Wer Familie hat, ist reich. Freunde und Familie, der ist richtig reich. Da ist Geld unbedeutend. Allerdings. Der größte Reichtum, der es auf der Welt gibt, ist die Familie und die besten Freunde. Das könnte auch sein. Das ist aber nicht nett. Warte mal, das ist der eine, der geschlagen worden ist. Mhm. Wer schlug sie denn? 22. Wieder ein Psalm. Ich weiß, Mijek. Wir sind für dich da, das weißt du. Absolut, Bro. Ich weiß, wie du dich fühlst. Auch die Seele hier auch. Super. Zufall? Wo schlug er dich per Zufall? Das ergibt keinen Sinn. Nee. Entweder schlage ich jemanden, weil ich ihn schlagen will, oder ich schlage ihn. Na gut, versehentlich kann es auch mal passieren. Mirk schreibt, ich weiß. Die da oben sind auch für uns da.
Lena. Was meinst du mit Lena? Lena? Hört sie fast an wie. Den Namen will ich jetzt nicht sagen. Weißt du wen, ne? Ja, ich weiß nicht, gerade. Was meinst du mit Lena? War das ihre Tochter? Oder ihre Frau? Schwärze. Er sieht wieder nichts. Mhm. Er taucht wieder in die Schwärze. So, jetzt haben wir 22.50 Uhr. Machen wir Schluss heute? Ja, machen wir. Danke, ihr Seelen. So, wir sind morgen wieder um 12 Uhr, neun, spätestens Viertel nach neun. No. Wieder, weil ich momentan Doppelschichten habe. Aber danke, dass ihr alle wieder da wart. Ihr seid absolut die Besten. Definitiv. Also ich bin auch froh, dass ihr uns den Rücken heute gestärkt habt. Absolut. Und auch Verständnis für vieles hattet. Ich finde euch alle klasse. Und wir bedanken euch, uns bei euch. Ja, Marie, einmal muss auch mal. Ihr müsst euch uns so sehen wie so eine Serie. Jeden Tag eine neue Folge. Genau. Dankeschön, Sophie. Danke fürs Lob. Dankeschön. Lasst euch alle drücken von uns. Absolut. Ich schicke viel Liebe an euch raus. Bleibt alle gesund. Natürlich nicht diesen Mist da, den sie damals sah. Ich meine es ehrlich. Passt auf euch auf und wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Und euch allen auch eine super ruhige Nacht. Und auch eine angenehme Nacht. Schlaft gut. Ich küsse auch dein Herz. Ich hatte alle geschrieben, ich küsse euer Herzen. Dankeschön. Dankeschön. Oh, Dankeschön. Bis morgen, ihr Lieben. Bis morgen. Ciao. Gute Nacht. Nacht. Nacht, ihr Lieben.